Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer intergalaktischen Eroberung hier in Master of Orion. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, was wir hier machen, denn wir sind hier in diesem äußeren Arm. Wir wissen noch nicht genau, wo die anderen Völker sind. Es gibt relativ viele Planeten und relativ viele Sternsysteme und noch mehr Planeten, so ist es richtig. Aber irgendwo hier werden auch unsere zukünftigen Feinde oder Verbündete sein. Das wissen wir noch nicht genau. Aber wie gesagt, wir werden das rausfinden. Aber vorher gucken wir uns mal erstmal unser Volk nochmal genau an. Man sieht das nämlich hier bei der Diplomatie. Wir sind die Meklar. Und ein bisschen Ähnlichkeit haben die Meklar mit dem Volk der Geth aus Mass Effect. Und ich habe ja angekündigt, ich möchte immer ein bisschen über Sci-Fi-Themen sprechen. Und da habe ich gedacht, das wird doch gar kein schlechtes Thema sein, wenn wir heute ein bisschen über Mass Effect reden. Und warum ich Mass Effect toll finde und warum ich zum Beispiel Mass Effect Andromeda, warum ich mit dem nicht so wirklich warm geworden bin und was mir da ein bisschen gefehlt hat. Aber vorher wollen wir jetzt erstmal nochmal gucken. Wir haben hier das erste Forschungsschiff. Und ich meine mal, wir sollten hier zum... Nee, da noch nicht hin. Da wissen wir, dass da Piraten sind. Deshalb sagen wir erstmal hier hin. Und das Schiff schicken wir dahin. Genau. So. Und die nächste Runde. Mass Effect war für mich eigentlich immer das Tolle, dass du eben auch, wie hier in Master of Orion, eigentlich das Explorative. Also du bist rumgereist von einem Sternsystem zum anderen, wusste nicht genau, was auf dich zukommt. Und das war eigentlich das Tolle. Und das habe ich eigentlich gedacht, das müssten sie auch bei Mass Effect machen. Und du hast aber auch immer neue Völker kennengelernt. Und das ist wiederum eins der großen Probleme, die beim Mass Effect Andromeda dazugekommen sind, dass du halt nicht wirklich neue Völker kennengelernt hast. Du hast zwar eine Hauptrasse gehabt, aber eigentlich bist du die ganze Zeit immer nur mit deinen alten Völkern rumgerannt, die aber dann aber auch keine wirkliche wichtige Bedeutung hatten. Also bei Mass Effect, da hast du erstmal die alten Völker, was heißt alte Völker, also es gab ja da die also diese Echsenviecher, dann diese Salame, oh man, vergessen wir ich und Namen, also ihr seht, ich kriege das echt nicht hin, aber die haben einfach immer das Problem gehabt, dass die Völker, also die wurden immer schön vorgestellt in jeder Mission und waren ja auch immer Teil deiner Crew. Jetzt bei Andromeda war, zumindest soweit ich es gespielt habe, ging es immer um dieses neue Volk, das die Basen hat, aber die konntest du ja nicht spielen. Also das waren im Prinzip so das Äquivalent zu den Proteanern. Und von dem neuen Volk gab es nur die Bösewichte. Und ansonsten... Research complete. The Combine has been successfully upgraded. So, ich habe mir erlaubt, die jetzt auch sprechen zu lassen, weil die klingen doch einfach schön. Und gerade in der Intro-Sequenz, wo man reingeflogen ist, fand ich das ein bisschen lahm, das vorzulesen. Okay. Wir haben jetzt das Forschungslabor. Kriegen wir Moral plus 10, Forschungslabor, Forschung plus 2 und Moral plus 10 für das Regierungsbehörde. So, was machen wir als nächstes? Wir haben die Weltraumforschung und da kriegen wir den zivilen Transporter und der ist nämlich wichtig, um unsere bestehenden Kolonien zu versorgen, weil die brauchen ja relativ ein Mindestmaß an Bevölkerung, bevor die im Prinzip wirklich gedeihen können. Und so ein bis hier aus dem einen hier ein zweiter Bürger wird, dauert es 29 Runden und das ist halt ewig. Und hier kriegen wir dann relativ in der nächsten Runde schon einen und den können wir dann mit dem Schiff rüber transportieren. So, aber was ich sagen wollte zum Mass Effect, da war es einfach wirklich das Problem, dass die bestehenden Völker, zu denen wurde nicht wirklich was gesagt, weil man davon ausgegangen ist, ja, die kennt man, aber das zum neuen Volk, das war einfach auch langweilig. Das war einfach so, wie aus Mass Effect 2 die Bedrohung. Und ich muss leider sagen, ich finde Mass Effect 2 den langweiligsten, also was heißt
langweiligsten Teil, den langweiligsten Hauptplot. Den Hauptplot kann man, also ich spoilere jetzt hier wahrscheinlich gerade extrem Mass Effect 3, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, tut es mir leid. Arriving at the anomaly, your fleet spots an abandoned container filled with rare minerals floating unguarded in open space. You tell yourself some smuggler on the run must have jettisoned their cargo. Nobody is around to claim it. So you add it to your treasury without a second thought. Also in Mass Effect 1 ging es darum, erstmal zu erfahren, was uns ging. Wir hatten einen richtigen Bösewicht, der sich dann nachher in der Opferrolle wieder sah. Und das war, wir haben eine Bedrohung aufgebaut, das war alles toll. Mass Effect 2 hat da, was den Hauptplot anging, extrem geschwächt. Und zwar, Kommando übernehmen. War bei Mass Effect 2 das Problem, dass es eigentlich nur darum ging, wir müssen Leute rekrutieren und diese Leute auf eine Selbstmordmission schicken. Die Mission hieß wirklich auch Suicide Mission. Deshalb, da war nichts. Also wir haben jetzt hier unsere Weltraumfabrik und unsere Fregatte. Und ja, hoffentlich geht die Weltraumfabrik jetzt nicht drauf. Und das war einfach lang, also von der Hauptstory war da nicht viel. Sammeln und kicken. Was es halt Mass Effect 2 ausgezeichnet hat, war einfach die Beziehung, die man zu den Charakteren aufbauen konnte. Und das, also das Meta-Gameplay, das war halt großartig. So, den hätte man besiegt. Und das, muss ich sagen, das hat so schnell kein anderes Spiel danach nachgeholt. Mass Effect 3 hat es dann versucht, alles auf eine höhere Skala zu bringen. Da ging es darum, ja, wie kriegt man die, wir müssen jetzt die WL retten und da haben sie es ja, weiß man ja, das haben sie dann ein bisschen übertrieben und beim Mass Effect Andromeda habe ich den Subplot immer noch nicht verstanden. Da, wir gehen in ein neues Universum, aber ey, statt die Besten hinzuschicken, schicken wir irgendwie die Dümmsten hin. Also so kommt mir vom Charakterwriting her. Aber wie gesagt, ich kann da auch nicht zu viel sagen. Ich habe es leider nicht weit genug gespielt. Ich habe auch irgendwann das Interesse verloren. Eine Flotte braucht noch Befehle. Du baust jetzt hier, ja? Ach, ich kann die doch gar nicht bauen, oder? Militäraußenposten kann ich erst bauen, wenn ich eine Kolonie hier drin habe. Okay, dann bauen wir jetzt hier erstmal das Überwachungssystem. Ja, ich glaube, ich lasse es. Mass Effect war echt schön. Mass Effect auch, ich hatte auch viel Spaß mit Mass Effect 3. Und man kann ja wirklich sagen, bei Mass Effect 1, das war die Geschichte von Shepard. Da hat man Shepard kennengelernt. Mass Effect 2 war die Geschichte der Crews. Da stand die vor. Wirtschaftlicher Ratschlag. Krieg und Steuern sind in der Galaxie unausweichlich. Jede Bevölkerungseinheit unserer Kolonie steuert einen kleinen Beitrag an Credits für unsere Staatskasse bei. Sie können diese Menge anpassen, indem Sie einen Steuersatz im Imperium-Bildschirm auswählen. Beachten Sie, dass höhere Steuern einen negativen Einfluss auf die Moral haben. Danke. Und Mass Effect 3 war dann im Prinzip die Hauptstory des Mass Effect-Universums. Und da hast du das Problem. Da kann man im Prinzip keine Geschichte größer erzählen. Was haben sie gemacht? Sie haben bei Andromeda ein neues Universum erzählen wollen, aber das eben nicht wirklich gut gemacht. Das war das Problem. So, wir bringen dich jetzt auch noch dahin. Wir haben jetzt hier alles erforscht. Der Speer, den schicken wir jetzt nochmal schnell dahin. Okay, der ist weg. Der brauchen wir nicht angucken, der geht so drauf. Ja, also es tut mir einfach beim Mass Effect immer ein bisschen leid. Ja. Aber jetzt habe ich genug über Mass Effect geredet. Gucken wir wieder, ob ich sie gehört. Aber mich würde natürlich interessieren, wie steht ihr zur Mass Effect 3? Bin das nur ich, der sagt, okay, die Story von Mass Effect 2, die ist ein bisschen überbewertet oder unterbewertet, sagen wir so, da ist einfach nichts da. Dafür sind halt, lebt Mass Effect 2 von den Charakteren. Oder bin ich da alleine? Und hat euch vielleicht Mass Effect Andromeda viel Spaß gemacht? Und meint ihr, ja, ich muss es einfach nochmal eine Chance geben und weiterspielen, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, würde mich echt freuen, weil ich würde dem Spiel echt gerne eine Chance geben. Nochmal.
So, okay. Dann schiebe ich dich mal wieder dahin. Lass du hier den nächsten Verteidigungsaußenpost machen. Nächste Runde. So, und hier baue ich dann eigentlich einen militärischen Außenposten, um einfach die Kolonie hier abzusichern. So, und du bleibst erstmal da. Neuer Anführer, RSW-72, der Bewerter, wird in Flotten eingesetzt. Credits des Imperiums plus 6%. Das ist gar kein schlechter Boni, wenn ich immer 6% mehr kriege. Dieser Agent hat einen einmaligen Schrottdetektionssystem zur schnellen Bewegung wertvoller Güter aus Frax. Muss bei der Zerstörung des Feindes anwesend sein, erzielt aber schnelle Profite bei Ankäufen vor Ort. Anheuern. Und dich tun wir gleich in unsere Fregatte rein. Du bist. Nein. Nein. Hier. Weil das ist momentan auch die Fregatte ist das Einzige, was uns hier abhält. Aber da kommen jetzt in nächster Zeit immer wieder mal ein paar Piratenschiffe und da kriegen wir einfach ein klein bisschen Bonusgeld. Ein Anführer ist in uns herangetreten. Angeheuerte Anführer können, abhängig von ihrer Rolle, Kolonien oder Schiffe zugewiesen werden. In dem Fall wurde es einem Schiff zugewiesen, um Systeme oder Flotten zu verbessern. Abgelehnte Anführer bleiben eine Weile, bevor sie endgültig gehen. Wähle den Punkt Anführer in der Imperiumsleiste aus, um zum Anführerbildschirm zu gehen. Danke. Den Speer setzen wir mal hier hin. Nächste Runde. Und eine neue Research Rüstung. complete. The Combine has been successfully upgraded. Genau, wir haben jetzt den Ziviltransporter. Außerdem kriegen wir Koloniebasis. Die sind nämlich relativ gut. Ermöglichen Kolonieschiff bei der Besiedlung einer neuen Kolonie eine lebenserhaltende Struktur abzusetzen. Die Koloniebasis ist der Startpunkt für die Entwicklung einer neuen Kolonie und extrem wichtig für Siedler auf unwirtlichen Planeten. Das heißt, wir kriegen damit automatisch schon mal einen Nahrung plus 1 Bonus. Das heißt, unsere Zivilisation, wenn wir eine neue Kolonie gründen, wird schneller startklar. So, und hier haben wir einen Ziviltransporter, auch wichtig. Zivile Transporter erlauben die Verlegung einer Bevölkerungseinheit zwischen Kolonien. Die tragen keinerlei Waffen, weshalb eine bewaffnete Eskorte zu empfehlen ist. Okay. So, was nehmen wir als nächstes? Wirtschaft? Oder Biotechnologie? Oder Ingenieurswesen? Da können wir den Zerstörer bauen. Mittleres Escortschiff, schwer bewaffnet und robuster als die Fregatte. Nehmen wir das mal The mit. Combine succeeded. An event requires the overseer's attention. Wirtschaftlicher Ratschlag. Sie können jetzt Ziviltransporter bauen. Zivile Transporter tragen Bevölkerung von einer Kolonie, in der sie gebaut wurden, dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden. Wählen Sie eine dicht besiedelte Kolonie aus und bauen Sie zivile Transporter, um geringe besiedelte Kolonien auf die Sprünge zu helfen. Die zivilen Transporter laden beim Bau automatisch eine Bevölkerungseinheit auf. Sie müssen wenigstens zwei Einheiten Bevölkerung in einer Kolonie haben, um einen zivilen Transporter bauen zu können. Ist klar, weil sonst, wenn ich nur eine Be Einheit habe, der zivile Transporter nimmt alle weg, dann wäre die Kolonie tot. So. Aber wir bauen hier gerade das Kolonieschiff. Das ist auch gut. Und da sind wir jetzt auf 1. Das heißt, wenn der hier fertig ist, dann bauen wir eine Kolonie. Zivilen Truppentransporter könnten ihn hier hinschicken, dann können wir gleich den nächsten bauen und hier hinschicken. Gut. Ein neuer Schiffsplan wurde entwickelt. Genau, das ist der. Und Forschung vom Weltraumerforschung abgeschlossen. Okay. Upgrade compiling. Please wait. Okay, fertig. Eine Flotte wartet auf Befehle. Ja, du kannst hier erstmal. Wir warten nicht darauf, dass der da ist, aber gucken wir mal ganz kurz, ob unser Anführer schon am Schiff ist. Ne, erst in 3 Runden. Das heißt, der wird wahrscheinlich die Zerstörung des Schiffes hier nicht mehr mitkriegen. Was schade ist, weil da wir die zusätzlichen Erfahrungspunkte verloren, aber egal. Moralischer Ratschlag. Eine hohe Moral ist der Schlüssel zu einer glücklichen Bevölkerung. Verschiedene Aktionen können die Moral beeinflussen, von hohen Steuern bis Anwesenheit eines Gegners im Orbit der Kolonie. Behalten Sie die Moral der Kolonie im Auge, um zu vermeiden, dass Teile der Bevölkerung streiken. Es gibt spezielle Gebäude und Projekte, mit denen die Moral gehoben werden kann. Danke.
Und da, Kampf gegen. Wir gucken uns das wieder an. So, wir Rufpunkte haben hat der 30 von 30, okay. Und wir sind bei 95 von 95, also noch haben wir die bessere Flotte. Unser Volk regeneriert ja auch in jeder Runde 5. Das heißt, wenn wir nicht sofort angegriffen werden, geht es unseren Schiffen eigentlich gut. So, der Piratenplünderer ist auch gleich Geschichte. Der ist jetzt nur noch bei 7,58. Und da trifft er nochmal. Nein, er hat Glück gehabt. Wird er flüchten? Ja, nein, ich glaube, das ist nur ein Zielmanöver. Er geht in den Angriff über, aber wir haben den Angriff und das überlebt er nicht. Da geht dann die ewigen Jagdgründe ein. So. Highlight des Gefechtes. Ja. Energiewaffengenauigkeit. Wir haben nur 16%, aber reicht, um ihn zu zerstören. So, wie zerstört sind wir, ne? Geht uns noch gut. Perfekt. Nächste Runde. Meklon 2 ist gewachsen. Jetzt haben wir wieder hier eine plus 10 Bevölkerung. Und insgesamt können wir bauen bis 13. Also 3 Einheiten können wir noch bauen. Schön. Und hier können wir sogar eine richtig große. Da können wir 16 Einheiten bauen. Das ist auch mein Ziel, den zu holen. This is GNN. Galactic News Network. The galaxy's worst holiday destination list continues to grow as the Human Republic has found yet another excavation of foreboding and cryptic debris. I sure hope they like the smell of mold. Okay, die Information ist jetzt vielleicht nicht ganz interessant, aber wir wissen jetzt, dass einer unserer Gegner die Menschen sind. Darauf können wir uns jetzt schon mal gefasst machen. Ob wir die so bald sehen werden, ist eine andere Sache, aber wir wissen, es gibt auf alle Fälle die Menschen. So, Forschung wählen. Research complete. The Combine has been successfully upgraded. Okay, wir haben jetzt die Zerstörer, mittlere Eskortschiffe, schwer bewaffnet, okay, und Basistrefferpunkte des Rumpfes 165. Und wir haben die FK-Abwehrraketen. Flugabwehrraketen sind primitive Abwehrmaßnahmen, die eingehende Raketen abfangen und zerstören wollen. Sollen. Sie werden automatisch mit einer kurzen Abklingzeit abgefeuert, können aber nur gegnerische Gefechtskörper anvisieren, sind wirkungslos gegenüber Jägern und Torpedos. So, als nächstes nehmen wir. Das wird uns empfehlen vom Militärberater. Wir können erstmal koloniale Steuerbehörde. Oder hier wird uns empfohlen. Durch Erforschung dieser Technologie schalten sie neue Anwendungsbereiche frei. Entweder Schildklasse 1 oder EMC-Störer. EMC-Störsender erzeugen. Ich will die Schilde haben. Die Schilde sind mächtig. A winner is you, Overseer. Weil die Schilde geben uns gleich, gerade hier am Anfang, ist im Prinzip als wie ein zweiter Lebensbalken. Der gibt uns extrem viel Boni. Und okay, in 2 Runden haben wir unsere nächste Kolonie. Dann können wir das hier besiedeln. Und dann bauen wir. Holen wir hier raus das Truppentransporter, schicken dahin und Truppentransporter dahin. Und dann können wir die nächste Kolonie da oben bauen. So, da geht der nächste. Wirtschaftlicher Ratschlag. Unsere Kolonieschiff steht bereit. Mit diesem Schiff kann auf jedem bewohnbaren Planeten eine Koloniebasis mit einer Bevölkerungseinheit angesiedelt werden. Ein Kolonialschiff hat keine Waffen, daher empfiehlt es sich eine Mist. Fühlt sich eine Militäreskorte. Wählen Sie Planeten mit gutem Biom, um das Bevölkerungswachstum zu steigern und reichhaltige Mineralvorkommen, um die Produktion zu steigern. Prüfen Sie die Aktivitäten der Planeten, um zu sehen, ob dadurch die Produktivität beeinflusst wird. So, wir sehen das hier. Normale Gravität. Biom ist okay, aber gewaltig. So, gucken wir nochmal den hier im Vergleich. Der ist schlecht. Der ist noch schlechter. Der ist noch schlechter. Wir wollen den schon nehmen, weil der einfach auch gut als Außenposten ist. So. Und dann können wir jetzt als nächstes
Wir dürfen natürlich auch nicht zu viel abbauen, aber wir wollen jetzt den einen zivilen Transporter bauen. Wir wollen zwei zivile Transporter bauen. Fertig. Können wir gleich zwei auf einmal bauen. Nächste Runde. Okay, du willst... Ich neige jetzt dazu, eher mehr Absicherung zu bauen als weniger. Einfach aus Sicherheitsgründen. Nächste Runde. This is GNN, Galactic News Network. With their latest discovery, the Human Republic has raised the number of dark and unwelcoming ancient tourist attractions in the galaxy to 3. Who even builds these things anyway? Okay, bis jetzt wissen wir immer noch, dass es nur die Menschen gibt, aber wir wissen ja... Okay, Kolonieschiff auf Krebs 4 angekommen. Dann kolonisieren wir den Planeten. So, wie gesagt, der Planet ist hier weniger zum Zwecke der Wirtschaftlichkeit, sondern eher als Brückenkopf. Dafür ist er wichtig. Trotzdem werden wir hier als erstes mal die hydroponische Farm bauen. Einfach damit wir sie haben. Welcome to GNN, Galactic News Network. The Neklar Combine has grown in strength. So, und damit haben wir nämlich als erster der Völker 3 Planeten unter unserer Kontrolle. Ich glaube, das nächste ist dann, wenn wir 5 Planeten haben und dann, wer als erstes 8 Planeten hat. Ich glaube, dann gibt es nochmal eine Nachricht. Gut, das war's aber auch schon wieder. Wir sind in Runde 40 und haben jetzt schon unsere ersten 3 Planeten. Noch sieht's gut aus und ich würde sagen, wir werden jetzt auch wenn die hier fertig gebaut sind, dann werden wir die beiden hier stationieren. Und dann bauen wir unsere Flotte ein bisschen auf, damit wir hier die Piraten ein bisschen vertreiben können und unser Sternenreich hier noch ein bisschen expandieren können. Und muss auch noch bei uns eingegliedert werden. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wir sehen, hören und spielen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, meine kleinen Seelen.